So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Das letzte Mal war eine blöde Aufnahme. Erstens war der Ton weg. Beim zweiten war der Ton da, aber es war etwas asynchron. Ich habe gerade wieder eine Testaufnahme gemacht. Ich springe jetzt, jetzt, jetzt. Und ihr wisst jetzt, ob es synchron ist oder nicht. Ich kann es nicht nochmal testen. Ich habe gerade getestet, da war es synchron. Wenn es jetzt wieder nicht synchron... Ich verstehe es halt nicht. Ich mache die gleichen Einstellungen immer wieder und mal geht's nicht. Ja, jedenfalls habe ich das letzte Mal Stress-Free-Zeug angefangen. Jetzt gucke ich erstmal, ob was Neues passiert ist bei meinem Sternchen. Ansonsten spielen wir mit dem Stress-Free weiter. Oh. Oh, Rasierer guckt definitiv zu viele Let's Plays von mir. Der hat jetzt sämtliche I Wanna Sachen angeguckt und da auch fleißig kommentiert. Oh, jetzt baut der I Wanna Find the Key. Oh mein Gott, was hast du jetzt wieder getan? Was hast du gemacht? Oh Gott. Allein der Titel ist halt schon. Oh ja, okay. So, die Münzen brauche ich jetzt nicht. Keine Bonus-Challenge. Oh mein Gott. Wohin gehe ich denn? Ich könnte hier rüber? Ja, das war nicht so gut. Auweia. Da hat jemand zu viele Videos von mir geschaut. Oder allgemein von I Wonder Zeug. Uff. Uff. Ach Gott, ich bin so schön hochgekommen die ersten Male. Jetzt klappt das nicht mehr. Okay. Oh no. Gib mir 10 Minuten, dann schrei ich wieder durch die Gegend. Oh no. Nein, das will ich nicht. Oh je, mal sehen, wie weit wir da kommen. Wie lange hat er gebraucht? Achso, kann ich jetzt nicht. Müsste ich hier nochmal rausgehen aus dem Level. Mach ich gleich. Wait, kommt man da überhaupt so rüber, wie ich mir da... Wait! Okay, ich brauche erst den Schlüssel. Also muss ich da erst hoch. Okay. Gut, ein kleiner Fortschritt ist, dass wir wissen, dass wir jetzt erst den Schlüssel brauchen. Und dass der da oben sein wird. Oh, Himmel, hilf. Oh Gott. Aber anders als in I Wanna Be spielen, ist das hier halt teilweise wieder unkontrollierbar, weil es Mario ist. Gerade diese, oh Gott, gerade diese Präzisionsgeschichten in I Wanna Be Sachen sind ja ganz anders zu steuern. Oje. Aber er hat es ja auch wieder geschafft, aber das heißt nichts, er ist ja auch ein krasser Spieler. So. Weiter als das waren wir noch... Wait, wie? Soll ich da hochkommen? Na, so nicht. Erstmal im Kopf. Muss ich dann einen Wandsprung nach links machen? Reicht das? Ist das niedrig genug, hoch genug, die Stange? Muss ich da echt einen Wandsprung rüber machen? Was anderes kann ich mir gerade nicht vorstellen. Weil das reicht nicht. Ah, okay. Aber okay, das geht. Oh boy. Also mit einem Anlaufsprung kommt man da hoch. Ach, wieso geht er denn jetzt wieder dahin? Nein. Oh. Aber dann kann ich kurz gucken, wie lange er gebraucht hat. 1,36. Okay. Oh Gott, ich hoffe, es sind Checkpoints zumindest nach den Türen. Puh.
In einem I Wannabe Spiel wäre ja auch eine Savebox. Außer für die ganz krassen, die das dann ohne Speicherdings spielen. Das ist sowieso. Das ist dann wieder nochmal eine ganz andere Welt. Okay. Und. Oh. Doch nicht okay. Auch nicht immer sofort am Anfang sterben. Das ist dann immer so ein Punkt, der sofort hoch frustriert. Wenn man wirklich keinen Millimeter weit kommt. So, jetzt ist wieder besser. Jetzt bin ich wieder ein bisschen weiter gekommen. Und jetzt wieder Anlauf. So nicht. Aber ich bin ein bisschen weitergekommen. Das fühlt sich nicht ganz so frustrierend an, wie wenn man direkt an der ersten Stachel stirbt. So. Das ist auch schon wieder besser. Da konsistent hochkommen wäre ganz cool. Oh mein Gott. Okay, immer nicht gestorben. Wir haben noch einen Anlauf. Ja. So viel dazu. Aber auch das fühlt sich jetzt nicht ganz so frustrierend an. Weil man ein bisschen was geschafft hatte vorher. Oh, no. So. Oh, no. Grrr. Oh, ich hoffe so sehr, dass hinter der Tür dann ein Schlüssel ist. Ein Checkpoint. Was sonst? Uff. Uff. Ich bin ja nicht so ein Spieler wie... Ich habe letztens, nicht letztens, aber ich glaube, das ist eines der neueren Videos von Ryu, gesehen. Wie er einfach nur, um es so weit es geht zu spielen... Level nochmal gespielt hat, was man aktuell gar nicht mehr schaffen kann, weil da ein Glitch verlangt wird, der rausgepatcht wurde. Nein, nicht ein Glitch, aber wie hieß das Ding? Phantom Jump. Also war aber auch Mario Maker 1. Und, aber er hat halt bestimmt, keine Ahnung, über eine Stunde, ich weiß es nicht. Er lädt ja das dann nur geschnitten hoch. Ich zeige ja einfach alles. Hat er... bestimmt ewig lange immer wieder dieses Level neu gespielt. Ein richtig krasses Level halt. Da ist das hier nichts dagegen. Hier würde der durchrasieren. Der Ryu oder auch sowas. Jemand wie DGA würde da auch einfach durchrasieren. Und ja, Counter, ich habe verstanden, dass du DGA nicht magst. Ich finde ihn ganz lustig. Aber die spielen ja nochmal richtig viel krasseres Zeug. Hier würden die durchspazieren. Das ist... Und ich stelle mich hier schon so an. Da merkt man erst, wie schlecht man eigentlich ist. Aber ich habe halt auch nicht die Zeit, hier stundenlang mich hinzusetzen. Ich meine, ich sollte alles für morgen vorbereitet haben, sonst würde ich jetzt... Sonst würde ich jetzt auch nicht aufnehmen, aber... Ja. Ich würde trotzdem gerne euch was zeigen, was nicht nur aus einem Raum besteht. Das wäre ganz schön. So. Oh, wir sind mal wieder oben. Aber wie komme ich jetzt da am blödsten? Okay. So. Was ich hingeschafft habe, müsste ich ja rückwärts auch schaffen. Okay. So, und jetzt ist es eigentlich nichts mehr... Nichts Spannendes. Ich muss halt vorsichtig... Hier rüber. Aber ich muss von da drüben... Oh no. Oh no.
Komme ich da jetzt hoch wieder, ohne Quatsch zu machen und diese Stachel da reinzurennen? Ah, mit dem Stampfattacke. Ich hätte eine Stampfattacke machen müssen. No, ich hätte eine Stampfattacke machen. Oh, das ist überhaupt die Idee, um hier zu stoppen. Haha. Dann kann da nichts mehr passieren. Oh, das ist gar nicht mal so dumm. Das ist gar nicht mal so dumm. Dann kann ich da eigentlich gar nicht mehr in die Stacheln reinrennen. Außer ich setze die Stampfattacke zu spät. Aber das ist eigentlich... Ah, das ist eine gar nicht mal so doofe Idee, glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Weiß es nicht. Jetzt konnte ich sie zum Beispiel nicht, weil ich wahrscheinlich schon den Boden berührt habe. Da war schon zu spät. Ah, wir hatten den Schlüssel. So weit waren wir noch nie. Ja, okay, wenn ich natürlich dann zu wenig weit springe. Ah. Lass mir doch einmal Hoffnung spielen, dann sag mir, dass ich eine gute Technik raus habe und zerstöre sie nicht gleich wie. Ich kann die Stampfattacke nicht mehr ausführen. Es ging jetzt gerade zweimal und plötzlich geht es einfach nicht mehr. Okay, irgendwas ist da noch nicht so konsistent genug. Es geht manchmal einfach nicht. Verstehe ich nicht. Es geht mal... Okay, ich kann leider mich nicht drauf verlassen. Dann schade. Immer wenn ich denke, ich habe irgendeine Technik raus, die sehr gut ist, stellt sich raus, funktioniert nicht. Zweimal hat es doch geklappt. Und zwar so, dass ich das Gefühl hatte, okay, das funktioniert immer. Oh. Und jetzt wird es das doch nicht. Mann. So, komm, den ersten Raum kriegen wir hin. Wir haben schon so viel gesehen vom ersten Raum. Ich müsste eigentlich mal testen, ob ich von hier darüber... Ich muss es jetzt mal testen. Angenommen, wir hätten jetzt den Schlüssel. Okay, dann mache ich den hier. Alles klar. Gott. Gecheckt. Ah. Gecheckt aber. Gecheckt. Registriert. Gespeichert. Aber das mit der... Okay, das mit der Stampfattacke will nicht. Wie habe ich denn das vorhin gemacht, dass das funktioniert hat? Habe ich mich eher gedreht? Kann ich aus der Drehung raus nicht? Ist ja egal. Ist ja egal, wir machen es nicht. Es geht auch ohne. So. Okay. Wie habe ich das vorhin? Da bin ich einen etwas kleineren Sprung habe ich angesetzt. Irgendwie einen etwas kleineren Sprung. Ich bin ja zweimal durchgekommen. Also es kann ja nicht so eine Seltenheit sein, da durchzukommen. So, und so lang ist der Raum ja hier auch nicht. Das sind jetzt ja nicht so die wilden Sprünge. So. Okay. Ich wusste es. Ich wusste, dass das... Ich habe eine Idee. Geht das? Das würde gehen. Ich könnte auch von da oben nochmal bis zum Start runter. Und dann vom Start halt hier hin und dann hier hin. Weiß nicht, ob das angenehmer ist, wenn ich den Schlüssel habe, weil ich dann halt aufgeregter bin. Wow, 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 wow. Aber es würde funktionieren. In der Theorie. Okay. Aber das müsste doch eigentlich auch Da müsste doch eigentlich auch das mit der Stampfattacke ganz gut funktionieren, oder nicht? Es ist halt echt alles eng. Es ist halt echt alles eng. Na, noch enger zusammen kann man die Stacheln, glaube ich, gar nicht stellen, ohne dass es noch möglich ist. Also das wäre dann nur noch eine Lücke frei. Ich glaube, da kann man nicht vernünftig reinspringen, ne? Das ist ja so zwei Lücken und wenn es eine Lücke wäre, ich glaube, dann wäre vorbei.
Ich glaube, das... Kann man das spielen, wenn es eine Lücke... Oh, wait, das geht auch. Das habe ich gar nicht. Aber ist egal, wir haben eine Taktik. Ich behalte meine Taktik bei. Ah ja, ich könnte auch einen Drehsprung durchsetzen. Vielleicht ist es mit Drehsprung sogar einfacher. Aber meine Taktik funktioniert. Und solange bleibt die dann auch hier. So. Okay, das hat funktioniert. Und jetzt einfach nur rüber. Haben wir ja vorhin schon gesehen. Funktioniert. Okay, und jetzt einfach nur da hoch. Nice. Ist irgendwas versteckt? Nein? Okay, durch. Komm, gib mir einen Checkpoint. Ich will das nicht noch... Da ist die eine Lücke. Da ist die eine Lücke, von der ich gesprochen habe. Ich glaube, da kann man nicht einfach drin landen, ne? Ich glaube, da drin zu landen ist sehr, sehr sick. Ich glaube, da drin zu landen ist sehr, sehr sick. Okay, was ich aber kann, ist hier landen. Und dann da außen landen. Und dann habe ich halt keine Ahnung, was hier alles kommt. Aber im Moment sieht es erstmal so aus, als ob ich da relativ gerade runterfallen kann. Mist. Okay. Oh, gut, dass ich mich nicht bewegt habe nach der Tür. Ich hätte so geschrien, wenn ich da gestorben wäre. Okay, da unten ist der Schlüssel. Das heißt, ich muss das alles wieder zurückgehen. Was auch immer da jetzt kommt und mich zu einem Schalter führt, das muss alles wieder zurückgegangen werden. Aber erstmal runterkommen. Erstmal runterkommen. Huch! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber okay. Aber wir haben schon mal den ersten Raum. Da bin ich schon froh. Das ist schon... Oh, ich will halt nicht immer an der gleichen Stelle. Trotzdem bin ich froh, aber ich will nicht immer an der gleichen Stelle sterben. An der gleichen Stelle sterben ist ziemlich... Was war das denn? Das war ein merkwürdiger Sprung. Ich muss da schneller rüber. Ich sterbe immer an genau der gleichen Stelle. Das gibt's doch nicht. Und dann... Oh Gott! Und dann aber sofort wieder nach rechts. Okay, so. Bist du wahnsinnig? What? Geht das? Da mache ich aber wirklich die Stampfattacke. Ich glaube, da mache ich aber wirklich die Stampfattacke. Sheesh. Wow, 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 wow. Da war es schon wieder. Ach so, das ist ein Wandsprung. Ich gehe da von dem Ding, ich falle so ein bisschen runter und dann macht er einen Wandsprung da draus. Ah, ich habe mich schon gewundert, was das für ein komischer Sprung ist. Aber verstanden. Okay, und jetzt auf die Röhre. Dann komme ich oben raus. Oh, what? Ja, aber, hä? Ach so, die Röhre ist... Ne, die Röhre ist nicht Bonus. Wo führt die denn dann ran? Doch, die Röhre ist Bonus. Die führt mich dann... Die führt nur da oben hin und da komme ich auch mit Wandsprung hoch. Das ist aber eklig. Und das muss ich dann alles wieder zurückgehen mit Schlüssel. Also ich muss das einmal hin, ich muss es einmal zurück, ich muss den Schlüssel holen und ich muss wieder zurück. Gut, vielleicht ist beim Schalter nochmal ein Checkpoint. Das ist nur zwei Wege so, ne? Das wäre natürlich sehr freundlich, wenn er beim Schalter nochmal einen Checkpoint gesetzt hätte. Wink, wink. Oh. Ich hoffe, das hast du getan. Nein!
Okay. Okay. Oh, man kann so schnell sterben. Aber dieser Weg zu der Münze. Holy moly. Nein. Alles, was recht ist. Nein, den gehe ich nicht. Der erleichtert mir ja auch kaum was. Nur diesen einen Wandsprung hier. Dann versuche ich lieber den einen Wandsprung. Oh mein Gott. Dann versuche ich lieber den einen Wandsprung. Ich muss mal da unten einen Dreh... Okay. Einen Drehsprung versuchen. So viel dazu. Nee, das andere ist kontrollierbarer. Und immerhin kommen wir jetzt jedes Mal runter. Sagte er. Und kam nicht runter. Aber insgesamt kann man das schon so sehen, dass man jedes Mal runterkommt. So, wir sind mal wieder hier. Oh nein, jetzt, ich bin da noch nie gestorben. Jetzt fange ich an, hier zu sterben. Das ist nicht gut. Oh Gott, ey. So. Wie habe ich den Sprung vorhin gemacht, dass es funktioniert hat? Nein, ich habe den Wand, Stampfattacke vergessen. Ach komm, ey. Ich meine, es ist gutes Training für Präzisionssprünge, gar keine Frage. Aber ich will sowas gar nicht trainieren. Oh Gott, geht das überhaupt? Ich muss durch die Röhre, oder? Nein, muss ich nicht. Wait, what? Wait, what? Ich muss durch die Röhre. Ich muss zwei... Was? Nein, oder kann ich da so einen Doppelsprung ansetzen? Das geht nicht. Das reicht nicht aus, oder? Reicht das aus? So einen. Komme ich da so hoch, dass das bis darüber geht? Reicht das aus? Ich muss es ausprobieren. Sonst muss ich durch die Röhre. Aber die Röhre ist doch für die Münze und die Münze ist doch optional. Dann muss das doch da oben gehen. Bis dahin gekommen auf Anhieb. Na klar, sterbe ich dann jetzt hier. Oh Gott, aber muss das ein so knapper Sprung sein? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und wie gesagt, ich muss dann zurück den Schlüssel holen und wieder hin. Und es ist kein Checkpoint beim Schalter gewesen. Oh. Das ist zu viel auf einmal. Das kriege ich... Ich muss diesen Sprung dann da oben ja... Wow. Ich muss diesen Sprung dann da oben ja dann zweimal hintereinander hinkriegen. Mann, diesen Sprung, von dem ich noch gar nicht weiß, ob er so geht, wie ich ihn mir vorstelle. Nein.
Wie komme ich da oben über die... Das ist zu hoch für mich. Das ist zu hoch für mich. Wie komme ich da hoch? Wie kann ich... aus dem Wandsprung... Ich müsste aus dem Wandsprung in den Doppelsprung. Geht das irgendwie? Ich glaube, dann komme ich hoch genug. Aber normaler Anlaufsprung reicht da nicht. Das sind 5 so Dinger. Aber ich kann ja nicht mal... Es kommt ja kein Dings zustande, kein Doppelsprung. Wahrscheinlich, weil ich immer zurückdrücke. Ich darf wahrscheinlich nicht zurückdrücken. Aber man macht keinen Doppelsprung. Ich glaube, zum Doppelsprung muss ich auch rennen, oder? Ich renne ja gar nicht. Oh Gott, es geht auch so. Oh, das wird super stressig, wenn ich den Schlüssel habe und dann diesen letzten Sprung ausführen muss. Kann ich das einfach? So nicht. Aber ich glaube, ich kann runter stampfen. Okay, aber dann muss ich... Ich hätte nicht gedacht, dass das die 5 hochgeht. Mit Anlauf wieder. Hätte ich nicht gedacht. Aber ja, ich kann hier runterstampfen. Da ist nichts im Weg. Das ist ja schon mal gut. Okay, so, und jetzt haben wir das aus dem Stegreif bis... Ja, und genau das wird passieren, wenn ich den Schlüssel habe. Oh nein. Ich habe jetzt schon Probleme. Genau die Scheiße wird passieren, wenn ich den Schlüssel habe. Und da gehe ich jetzt schon davon aus, dass ich den Schlüssel überhaupt jemals bekommen werde. Wie habe ich das gemacht? So. Oh Gott, das ist nicht gut. Nein, schon wieder! Wieso schätze ich denn das so falsch ein? Es ist eine Zweierlücke. Nicht so bald den Wandsprung, die Stampfattacke setzen. Nicht ganz so bald. Ach Gott. Ach Gott, ach Gott. Das ist Dressed Out Mario. Ei, ei, ei. Nein. Come on. Muss der wieder sitzen. Aber der wird halt nicht sitzen, wenn ich den Schlüssel hier habe. So. Jetzt muss ich hier wieder zurückkommen. Das wird auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Weil ich muss da drüben dann stoppen. Haha. Du Scheiße. Ach du Scheiße. So viel auf einmal, was man tun muss. So, das geht ja, aber da drüben habe ich ja, hier ist ja die Stachel direkt im Weg. Oh Gott. Oh, es klappt so oft und es wird nicht klappen, wenn ich den Scheißschlüssel habe.
Aber wir kommen tatsächlich immer wieder ein Stückchen weiter. Aber da noch. Das ist nochmal ein echt kritischer Sprung. Der danach ist ja der gleiche wie davor. Da hat sich ja nichts geändert. Das ist einfach hin und zurück. Da komme ich ja drüber. Na, hier, der hier. Da komme ich drüber. Das ist nicht das Problem. Das geht hin und das geht zurück. Das ist egal. Aber das da. Vielleicht sollte ich das jetzt mal üben. Weil es bringt ja nichts, wenn ich das noch gar nicht kann, wenn ich keine Taktik habe. Und den Schalter schaffe zu aktivieren. Das nützt mir ja gar nichts. Dann übe ich den doch jetzt erstmal. Ja, guten Morgen. So. Wie mache ich den? Mit einem Drehsprung. Ich probiere einfach mal den Anlaufdrehsprung. Okay, wenn ich den gedrückt halte, den Knopf, vielleicht komme ich dann drüber. Ich muss ein bisschen rumexperimentieren. Das Gute ist, das ist gleich hier am Anfang zum Experimentieren. Das ist ein großer Vorteil gerade. Oh! Okay, das geht. Ich muss aber rechtzeitig stoppen. Kann ich aus dem Drehsprung eine Stampfattacke machen? Aber das muss ich ja nur ein einziges Mal machen. Zurück ist ja dann wieder der hier. Zurück ist ja der hier, das ist ja in Ordnung. Ich kann aus dem Drehsprung keine Stampf... Zumindest nicht eine einfache. Vielleicht geht's, aber so wie ich es gerade gemacht habe, geht's nicht. Okay, aber... Oh, okay. Speedrun Tactics, so viel dazu. Aber, das heißt... Das heißt, es geht. Ich kann einen Drehsprung daraus ziehen. Muss ich es halt schaffen. Ich habe es jetzt einmal geschafft. Muss jetzt halt dann funktionieren, wenn ich den Schalter gedrückt habe. Ach Mist. Es muss dann halt funktionieren, wenn ich den Schalter gedrückt habe. Ah, ich hab's gesehen. Ich hab gemerkt, dass es zu hoch war. Scheiße. 32 Minuten. Wenn ich sowas mache, welchen Schlüssel habe, ich raste aus. Aber es wird passieren. Das ist das Problem. Es wird passieren. Sobald ich den Schlüssel habe, ich bin so viel aufgeregter. Gut, dafür muss es erstmal passieren, dass ich den Schlüssel habe. Aber das haben wir jetzt ja theoretisch schon durch. Also theoretisch kommen wir an den Schlüssel schon ran. Ja, und gut, theoretisch kommen wir mit dem Schlüssel auch bis zur Tür. Oh Gott, und jetzt... Jetzt stellt euch vor, ich habe jetzt den Schlüssel. Ah, noch funktioniert's. Okay, Drehsprung mit Anlauf. Stoppen. Okay, eher stoppen. Eher stoppen. Aber es war knapp. Ich wäre fast stehen geblieben. Also theoretisch haben wir den Raum durch. Es gibt nichts mehr, was wir nicht schon mal geschafft hätten, was jetzt verlangt wird. Wir haben alles, was von uns verlangt wird, geschafft, nur noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Oh Gott, so klappt denn das jetzt jedes Mal? Nein! Ich hasse diesen Tod, der erschreckt mich jedes Mal. Hasse diesen Ton. Nehme ich eigentlich auf. Ton, alles da, ja. Ich habe ja Testaufnahme gemacht. Null. Aber das heißt leider gar nichts. Es kann auch komplett asynchron sein. Also, gut, komplett asynchron war es ja nicht, aber nervig genug war es. Oh Gott, ich will das nicht machen, wenn ich den Schlüssel habe. Ich will da nicht durch dann. Oh, Mama. Okay. Oh, es sieht so knapp jedes Mal aus.
Nein, das habe ich gesehen. Ich habe es genau gesehen, dass das auf der anderen Seite jetzt schief geht. Diesmal bin ich nicht erschrocken. Diesmal habe ich es gesehen. Haben wir es schon so weit geschafft. Jetzt will ich den Raum auch hinkriegen. Nein! Scheiße. Das gibt's doch nicht. Wait, und jetzt müssen wir uns schon wieder... Oh mein Gott, es kommt mir jetzt erst wieder, aber es ist klar. Als er das hochgeladen hat, musste er das komplett ohne Checkpoint einmal spielen. What? Den ersten Raum und den hier und keine Ahnung, was noch kommt. What? Das vergesse ich jedes Mal. Und dann bin ich immer wieder erstaunt, wenn es mir einfällt. Das ja, ne, beim Hochladen muss er ja einmal alles komplett ohne Checkpoint spielen. Jeweils immer vom Checkpoint aus und dann alles ohne Checkpoint. Uff. Ne? Ganz großes Uff. Wie das geht, ist mir echt ein Rätsel. So. Vielleicht komme ich jetzt ja mal wieder runter. Ich hab's gesehen, aber ich verstehe mich nicht, dass ich das nicht abschätzen kann. Aber ich will halt auch nicht so runtersegeln. Ich glaube, das ist auch nicht viel angenehmer. So eine sichere Stampfattacke wäre halt eigentlich schon so das, was ich suche. Es ist ja nicht so wie hier. Hier wäre ja die Stampfattacke keine gerade Linie, die nicht funktioniert. Weil das genau Stacheln daneben. Weil da ja Stacheln im Weg sind. Aber da ist es ja eine Zweierlücke, in die ich die Stampfattacke setzen kann. Das würde ja eigentlich gehen. Besser als zu sterben. Okay, so. Es ist jedes Mal so, kann ich verstehen nicht, dass es funktioniert. Und es wird, wenn ich den Schlüssel hier haben sollte, irgendwann nicht funktionieren. Nein! Ey. Ey. Lernkurve ist schon wieder... Ich wollte gerade sagen, so ein Logarithmus, aber es ist Quatsch, weil selbst der steigt an. Auch wenn er nicht sehr stark steigt, aber er steigt. Und das ist meine Lernkurve nicht. Er ist eher wieder eine Parallele zur X-Achse. Das ist es. So. Bessere Lernkurve. Aber knapp. Holy moly. Ich renne gleich irgendwo hin. Huch. Na super. Ich renne gleich irgendwo hin. Das gibt's doch nicht, ey. Ach, jetzt hör halt auf, da zu sterben. Minuten. Ja.
Nein, ich bin schon wieder zu bald gesprungen. Why? Why? Es ist so ein kleiner Raum und man kann so schnell sterben. Oh. Gibt es irgendeine Stachel, außer die, die jetzt hier bei den Fallenden? Aber gibt es irgendeine zentrale Stachel, an der ich noch nicht gestorben bin? Ich glaube, ich habe alle durch. Na, außer hier bei den Fallenden sind ein paar mehr. Da bin ich natürlich nicht an jeder Stachel gestorben. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, alle durch. Außer halt hier auch an der Wand. Aber die zähle ich nicht. Alle, an denen man halt einfach sterben kann. Oh nein, wenn das... Oh nein, jetzt geht das los. Jetzt sterbe ich da oben auch wieder. Oh no. Mach nicht diesen mit mir. Einfach schnell durch. Einfach schnell durch. Es kann so einfach sein. Es ist unglaublich. Okay, passt. So. Wir haben das geübt einmal. Das muss reichen. Scheiße. Oh Gott. Okay, wir haben den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel. Und jetzt müssen wir nur noch das tun, was wir gerade schon getan haben, mit der maximalen Aufregung. Ich bin nicht da gestorben, wo ich dachte, und dann durchs Zurückweichen bin ich links gestorben. Oh. Wir waren so weit. Aber wir hatten den Schlüssel. Unfassbar. Ich will da oben nicht. Das ist so scheiße. Ich kann mit dem Schlüssel da oben da nicht stehen. Das halte ich nicht aus. Oh Gott. Ich muss kurz was trinken. Lasst mich kurz was trinken. Dann machen wir gleich weiter. Moment. So, hier ist meine Flasche. Immer so quietscht, wenn man aufhört zu trinken. Irgendwie habe ich eine komische Technik. So. Ach, komm. Ich ziehe mir irgendwie die halbe Luft aus der Flasche. Ich weiß auch nicht. Das macht immer ganz, ganz komisch bei mir. So. Egal. Darum geht's jetzt nicht. Ich bin auch gerade so halb in meinem Stuhl versunken, merke ich gerade. Aber das passt. Das passt. Das war nicht... Ich wollte nochmal zurück. Und dann bin ich doch zu weit nach links. Rechts. Ich hoffe, nach dem Raum ist Schluss. Was mache ich, wenn es nach dem Raum weitergeht? Das Video ist jetzt schon 44 Minuten und ich weiß nicht, wie ich das... Ach, Gottes Willen. Wie ich das schaffen soll. So, jetzt kommt wieder das hier. Nein! Jetzt habe ich zu bald gestoppt. Ach, es ist so kacke. Wait, es muss ja noch was kommen. Das ist ja erst die zweite Münze. Oh nein. Na, hier ist ja in der Röhre erst die zweite Münze versteckt. Außer die dritte Münze ist dann einfach eine extra Challenge, die man umgehen kann. Das wäre sehr nett. Aber theoretisch bräuchten wir mindestens dann noch einen Raum, wo es überhaupt zur dritten Münze geht. Ach, scheiße. Mist. Mist.
Wir sitzen eine Stunde noch hier. Shit. Und ich sitze jetzt halt schon wieder eine Dreiviertelstunde an dem Ding. Eine Dreiviertelstunde. Nehme ich schon wieder auf. Muss man sich mal vorstellen, wie viel Zeit man mit so einem Zeug verschwendet. Der war clean. Nein! Wieso ist er denn jetzt nicht gestoppt? Mann! Wieso ist er denn jetzt nicht gestoppt? Und das alles mit Schlüssel nachher, ey. Es ist... Ah, ist das krank. Kein Quatsch machen jetzt. So, und jetzt muss ich wieder nur das tun, was ich gerade eben schon getan habe. Und jetzt ist es wirklich nur noch... Oh Gott. Jetzt ist es wirklich nur noch dieser eine Sprung. Und dann weiß ich natürlich nicht. Es kann natürlich noch ein Troll oder so kommen. Aber wenn der Troll kommt, dann breche ich ab. Aber es ist nur noch dieser eine Sprung. Ich will diesen Sprung jetzt nicht versauen. Oh Gott, Leute. Steht mir bei. Ich wusste es. Es ist so klar. Es ist einfach... Also ich könnte... Oh, ich... Boah, wieso bin ich denn so? Scheiße. Oh, ich hasse es. Warum muss das denn sein? Jetzt schaffe ich es wieder. Ja, klar. Oh. Nein, der stirbt wieder da drüben. Ach, leck mich doch. Ich habe keine Lust mehr. Wieso habe ich das jetzt hier nicht geschafft? Ich habe es doch jetzt mehrmals gemacht ohne Schlüssel. Warum geht's denn mit Schlüssel nicht in dem Moment? Warum? Guck mal, wie clean ich hier durchkomme, bis nach oben zu dem scheiß Schalter. Und wenn ich den Schlüssel habe, dann struggle ich wie sonst was. Nicht mein Ernst. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Zweites Mal. Zweites Mal. Das ist alles, was ich machen muss. Und wieso schaffe ich es nicht, wenn ich den Schlüssel habe? Als ob Mario dann schwerer wäre. So ein Blö... Oh, Mist. So ein Blödsinn. Oh Mann, warum muss das so ein komischer Sprung am Ende sein? Das ist genau das, wovor ich immer Angst hatte. Als ich den Sprung da oben gesehen habe. Dass das der letzte Sprung ist und ich den verkacken werde. Mehrmals. Und hinwärts schafft. Was ist das denn? Ich meine, schön, dass ich ihn jetzt schaffe. Aber es nützt mir halt nichts, wenn ich ihn jetzt nachher nicht schaffe. Yeah.
bitte kill mich jetzt nicht danach irgendwie. Ich bewege mich lieber nicht, so wie vorhin, wenn ich da in so einer Lücke wieder stehe. Okay, ich stehe nicht in einer Lücke. Checkpoint. Und noch ein Raum. Wer gesagt, da muss noch ein Raum kommen. Wait, aber das ist der letzte Raum. Dann ist die Münze da oben versteckt irgendwo. Okay. Ah! Ah, komm her. Ich muss da oben drüber. Ah, das ist nur für die Münze. Das ist, glaube ich, nur für die Münze. Okay. Ja, ich muss also mit dem Ding einfach da oben drüber. Oh, zum Glück war da ein Checkpoint. Alles gut, alles gut. Zum Glück war da ein Checkpoint. Oi, 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 wir haben das Level geschafft. Oi, 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 oi. Die Münzen interessieren mich sowas von gar nicht. Und ich kann hier noch so oft sterben. Das ist mir gerade so egal. Wir haben das Level geschafft. Oh, aber wenn... wenn ich jetzt vorstelle, ich würde das gerade versuchen hochzuladen. Und ich würde hier hinten bei Bowser sterben. Ne? Direkt an der, Axt. Das wäre schon bitter. So, jetzt warten wir eine Runde. Dankeschön. Boah. Oh, es ist so eine Achterbahnfahrt der Gefühle immer wieder. Puh. 25 Minuten. Ja, moin. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Bauen, Rasierer. Oi. Nächstes Mal wieder stressful, ohne Stress. Stress-free Mario. Wo ist denn das überhaupt jetzt? Achso, da muss ich über den hier gehen, ne? Stimmt, so muss ich das machen. Ja, dann machen wir das nächste Mal wieder weiter. Danke fürs Zuschauen und tschüss.